Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jena hier ist der Till mit der Mütze. Ja. Und ich bin Sascha und wir haben heute den 6. Dezember und am 6. Dezember ist natürlich wieder ein ganz besonderer Tag, weil wir haben heute ein Geburtstagskind. Genau. Und? Das wäre? Wir gratulieren heute ganz, ganz herzlich Marius Müller-Westernhagen. So. Marius Müller-Westernhagen. Bravo, bravo. Was hat er gesungen? Lieder. Was? Freiheit. Ja, aber nicht auf Ossig. Das ist so Freiheit. Nein, ich habe einfach Freiheit. Ja, weil ich dich liebe. Noch immer und mehr. Kannst du irgendwas singen von dem? Jetzt aus dem Stegreif nicht, glaube ich. Das Ding ist ja, der Till kann ja singen, ne? Ja, das wird so behauptet. Was kannst du denn singen? So die eine oder andere Anekdote bekomme ich immer zusammen. Aber sing doch mal was. Sing doch mal was. Geil ist das ja jetzt, also wir haben das nicht abgesprochen, ne? Nein, nee, er überfällt also, mich wirklich komplett. Sing mal was, irgendwas, was du singen kannst. Also... 2 mal 3 macht 4, bitte. Oh, nee. Ja, jetzt muss ich wissen, soll ich was von mir singen? Oder? Ach, sing doch irgendwas, doch scheißegal. Ja, und dann darf ich nur 10 Sekunden singen, sonst sing einfach, wir haben so viel Sendezeit, glaubst du gar nicht. Okay. Mal sing was von dir, genau. Nee, das kennt ja keiner. Ich versuch's mit Westernhagen. Ja. Okay. Die Verträge sind gemacht und es wurde viel gelacht und was Süßes zum Dessert. Freiheit, Freiheit ist die einzige, die fehlt. So. Ja, war doch ganz anständig. Ja, Tut sowas nie wieder. Hätte ich so jetzt nicht hingekriegt. Das weiß ich. Ja. Aber wir haben jetzt einen Fakt des Tages. Ja, die Zähne von Krokodilen. Also ganz komplett anderes Thema, ne? Ja. Die Zähne von Krokodilen wachsen ständig nach. Also die müssen natürlich vorher ausfallen, das ist klar. Aber die wachsen ständig nach. Ständig. Immer wenn einer ausfällt, wächst einer nach. Das ganze Leben. Also jetzt nicht so ein Gebiss wie einem Hai, wo quasi schon der Nächste kommt, sondern der fällt aus und plopp kommt der Nächste. Ja, plopp. Was denn plopp? Naja. Der wächst nach. Der ploppt nicht nach, sondern der wächst halt nach. Okay. Also wenn einer rausfällt, ich weiß nicht, ob die auch eventuell schon nachwachsen und der deswegen rausfällt. Kann ja sein. Aber jetzt ist natürlich wieder die interessante Frage dabei. Also bei Menschen, zum Beispiel nach dem Tod, wachsen ja Haare und Fingernägel anscheinend weiter. Ist gar nicht so. Es liegt einfach daran, dass der Mensch zusammenschrumpelt und die Haut zurückgeht und bla bla bla. Aber... es wird ja so gesagt. Und wenn das jetzt so beim Krokodil auch wäre, wäre es dann so, dass wirklich der Zahn so rausgeploppt wird, weil der neue kommt? Freiheit. Obwohl das Viech tot ist? Freiheit ist das Einzige, was zählt. So, am 6. Dezember ist bestimmt noch was anderes. Sag. Nikolaustag haben wir. Freiheit. Du machst dich ein bisschen lustig über mich. Nein, über Marius Müller-Westernhagen, der hat ja heute Geburtstag. Ach so. Ja. Nikolaustag ist heute, ne? Ja. Hat der nicht auch Geburtstag? Das weiß ich nicht. Ich meine, das ist der Geburtstag. Deswegen? Mhm. Kannst du ein Nikolauslied? Nein. Du? Doch, gibt es nicht irgendein Nikolauslied? Irgendein Nikolauslied? Nicht alle Jahre wieder, sondern heute kommt der Nikolaus. Gibt ganz viele Gaben aus. Nee, irgendwas, irgendwann Nikolauslied. Fällt dir keins ein? Also, wenn ihr ein Nikolauslied kennt, dann schreibt das doch mal in die Kommentare rein, weil uns fällt jetzt keins ein gerade. Genau. Und er singt es dann in der nächsten Folge. Nee, nächstes Jahr. Ach so. Er ist ein Nikolaustag dann wieder. Kannst du dich ja ein Jahr vorbereiten. Ja, aber dann lerne ich auch singen. Ja. Also, war so ähnlich wie er, war schon ganz, ganz gut. Ne? Fand ich irgendwie ganz cool. Ne? Tut mir leid, dass ich dich jetzt loben muss. Mist. Ja. Ich sag Cheerio, Miss Sophie. Wir sehen uns morgen wieder am 7. Dezember. Freiheit. Freiheit.